Hi zusammen, willkommen zu meinem vorerst letzten Teil meiner Kunstaufbauserie. Heute soll es um das Thema Wasserfarben und Pastellfarben gehen. Das sind beides zwei Medien, mit denen ich nicht ganz so viel arbeite wie mit den anderen, die ich mehr oder weniger als Kombinationsmöglichkeit mit anderen Medien wie Colored Pencil, teilweise aber auch Acrylfarben, Ölfarben benutze. Ich würde euch einfach heute dazu erzählen, was ich darüber weiß, was ich gut finde, was ich schlecht finde und was man damit tun kann. Die Medien selbst sind natürlich komplett eigenständig, also man kann mit nur Wasserfarben wunderschöne Bilder malen, man kann auch mit nur Pastell gute Bilder malen. Da ich aber hier nicht wirklich so spezialisiert bin, gebe ich euch noch zu jedem Medium zwei, drei Tipps von anderen Künstlern, die ich kenne, die damit arbeiten, wo man schauen kann, was die noch für Tipps haben, wenn ihr wirklich jetzt speziell nur auf ein Medium gehen möchtet. Generell, was mir lange Zeit Schwierigkeiten gemacht hatte, ist überhaupt nicht schlimm, wenn ihr verschiedene Medien miteinander verbindet. Also wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt Bleistift und Buntstift verbinden oder ihr wollt Einliner und Wasserfarben verbinden, weil ihr gerne diese Umrisse haben wollt, alles kein Problem. Könnt ihr machen, ist nicht schlimm, heißt dann einfach nur Mixed Media in der Kunstwelt. Macht einfach, worauf ihr Lust habt. Wenn ihr verschiedene Art Medien zusammen verbindet, passt nur einfach darauf auf, dass die sich miteinander vertragen, also jetzt nicht unbedingt irgendwas Öl-Fetthaltiges als Grundlage nehmen und dann irgendwas mit Wasser oben drüber. Also gerade mit Color Pencil anfangen und dann mit Wasserfarben irgendwas drüber malen wollen, das funktioniert natürlich nicht. Hält auch nicht, geht nicht, funktioniert nicht. Andersrum natürlich, wenn ihr mit Wasserfarben anfangt und dann sagt, ich will jetzt mit Öl weitermachen und hier und da dann was drüber malen, das funktioniert gut. In diesem Sinne zeige ich euch erstmal wieder die Papiere und dann, was es sonst dazu gibt und dann bin ich für Fragen da. Bis dann! So, Thema Papiere. Ich hatte es ja in dem Papiervideo schon angesprochen. Ihr habt das ja bestimmt alle schon ganz fleißig geguckt und kommentiert und euch informiert, was es bei euch alles für Papiere gibt. Wenn nicht, warum nicht? Hier nochmal kurz dazu, was es für Wasserfarben gibt. Ich fange mit Aquarellfarben an. Wichtig dazu erstmal, es gibt spezielles Aquarell-Wasserfarbenpapier, was man auch wirklich nehmen sollte, wenn man sich auf dieses Medium stürzen und spezialisieren möchte, einfach aus verschiedenen Gründen. Die Papiere sind einfach anders von der Art her, von der Herstellung her und von den Beschaffenheiten her. Fangen wir zum Beispiel an mit einem der leichteren Papiere. Was dieser leicht massiv anwirkende Block ist, sind extrem viele Blätter drin. Das war mal ein Angebotspack, sagen wir es mal so, war also nicht sehr teuer, deswegen dachte ich mir, nimmst du das mal mit. Ich selbst verwende es aber wirklich nicht gerne für Wasserfarben, auch wenn es draufsteht. Hintergrund, das Papier ist relativ dünn, wenn ihr das seht, sind vielleicht einen halben Millimeter, sind auch nur 200 Gramm, was für Wasserfarben in meinen Augen zu wenig ist. Selbst wenn man das Papier auf eine feste Unterlage tapet, habe ich euch auch schon was dazu erzählt, mit diesem Artist Tape, ne, also wenn es gerade kein Block ist wie dieser, der an allen Seiten geleimt ist, nimmt man das Blatt raus, tapet es auf eine feste Unterlage, ein MDF-Board zum Beispiel oder einfach eure Tischplatte, was ihr gerade zur Verfügung habt, mit diesem Artist Tape. Wenn ihr nicht extra Artist Tape kaufen wollt, könnt ihr auch ganz normales Maler-Crepe-Band aus dem Obi oder aus der Kaufhalle, wo ihr das bekommt, nehmen. Da ist der Unterschied nur, dass Artist Tape, also Künstlerklebeband, säurefrei hergestellt wird, was wieder einen Archivierungsaspekt hat und dass es nicht ganz so doll klebt. Das heißt, nicht ganz so doll klebt, es hält das Papier gut auf der Unterlage fest, aber es verhindert, dass es, wenn man das Band wieder ablöst, dass die ganze Sache das Papier zerreißt oder einreißt oder die oberste Papierschicht ablöst. Dafür klebt es halt nicht genug, aber es ist stark genug zum Festhalten. Wenn ihr Malerkrepp nehmt, könnte euch das passieren, wenn ihr nicht vorsichtig seid. Auch sind die meistens nicht säurefrei, weil es da einfach nicht drauf ankommt, dass die säurefrei sind. Die nimmt man zum Malern, danach schmeißt man die an sich weg. Das schmeißt man dann natürlich auch weg, aber wäre Säure drin, kann man riskieren, dass Teile der Säure auf das Papier kommen, das Papier verfärbt sich dann in den Stellen und. Möchte man natürlich nicht. Wenn es euch jetzt nicht drauf ankommt, weil ihr für euch übt oder das eh nicht verkaufen wollt oder generell eure Kunst nur so macht, dass ihr Prints davon verkaufen wollt oder digital dann als Datei verkaufen, was auch immer, dann könnt ihr natürlich auch das ganz normale, etwas günstigere Band aus dem Baumarkt nehmen. Wenn ihr einfach nur wollt, dass es nicht ganz so doll klebt, damit euer Papier nichts passiert, macht euch den Streifen ab, den ihr braucht, zieht das ein paar Mal über eure Hose oder über euren Pullover, wie auch immer. Dann habt ihr so die Stofffusseln unten dran kleben und schon klebt das Ganze etwas weniger und euer Papier ist sicher. Auch generell wichtig, angenommen, dass es jetzt euer Papier ist jetzt am Board festgeklebt, so, also ne, Papier,
Tisch. Papier, wenn das das Papier ist, nie in die Richtung abziehen, also niemals zum Papier hin, sondern immer vom Papier wegziehen. So, das heißt, so kann zum einen nichts einreißen und weiterhin wichtig, ich zeige es euch mal anders. Ne? Angenommen, das ist jetzt euer Papier, das tapet man dann ringsrum an allen Seiten fest, dass es nicht verrutschen kann, nicht wellen kann. Wenn ihr dann fertig seid mit eurer Arbeit, ganz wichtig, das Klebeband natürlich wieder abmachen und niemals in diese Richtung ziehen. Immer vom Kunstwerk wegziehen, also in diese Richtung und dann auch nicht gerade nach oben, sondern einem relativ spitzen Winkel vom Bild weg. Macht muss in diese Richtung, riskiert man, dass das Papier einreißt, weil die Schichten direkt vom Rand anfangen zu lösen, bleiben an dem Band kleben und reißen dann quasi ins Bild rein. Das wäre dann euer Worst Case, das kann man auch nicht wieder wirklich fixen. Direkt bei Wasserfarben würde ich im Prinzip nicht unter 250 Gramm anfangen, am besten eher Richtung 300 Gramm. Das hier ist jetzt noch von Hahnemühle ein Block, der hat 220 Gramm, ist auch noch relativ dünn. Je dünner die Papiere sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich da was wellt und verzieht, wenn man damit Wasserfarben drauf arbeitet. Auch wenn das hier ringsrum geleimt ist, das ist quasi also ein Block, ein Pad, wo die ganzen Blätter miteinander verleimt sind, da ist nur hier oben nicht geleimt, damit man es am Ende auch ablösen kann. Die sind prinzipiell besser als lose Blätter, weil wie gesagt alles schon fixiert ist. Und je nachdem, wie viel Wasser man verwendet, desto mehr wälzt sich das Papier. Malt man jetzt nicht ganz so wasserhaltig mit den Wasserfarben, dann ist alles okay. Auch wenn man es zwischendrin wieder komplett trocknen lässt, bevor man die nächste Schicht drauf macht, ist es auch okay. Wenn man allerdings von vornherein zu viel Wasser nimmt und das Papier quasi aufweicht, dann wird sich auch das hier wellen. Ne? Es sind nur 220 Gramm, wird sich wellen bei zu viel Wasser. Richtig gutes Papier ist dieses hier. Das ist auch von Hahnemühle, heißt Cornwall, hat 450 Gramm. Das ist eines der schwersten Papiere, die ich bisher überhaupt gesehen habe. Ist ungefähr einen Millimeter dick, also richtig gut. Der Block hat, ich glaube, ja, hat 10 Blätter und kam, glaube ich, irgendwas um die 15, 18 Euro, weiß nicht mehr genau. Ist ein bisschen teurer, aber auf jeden Fall wert. Man hat viel weniger Sorgen bei dem Papier, dass sich irgendwas wellt oder verzieht, wenn es zu nass wird. Das ist wirklich sehr, sehr formstabil. Auch wichtig, die meisten, also fast alle Wasserpapierarten haben eine Textur. Die ist auch wichtig, damit die Wasserfarbe auch da bleibt, wo ihr sie hinmalt. Wenn das Papier komplett glatt wäre, dann kann es unter Umständen passieren, dass die Farbe trotzdem weiterläuft, weil es halt viel Wasser hat. Ebenso darf ich das Papier nicht wirklich vollsaugen mit Wasser und dann die Kapillarwirkung haben, dass die Farbe irgendwo noch in irgendeine Richtung zieht, wo sie nicht hingehen soll. Passiert einem mit Wasserfarbenpapier nicht oder wirklich nur sehr, sehr wenig. Wenn man sagt, man möchte nicht unbedingt auf Papier malen, gibt es auch die Möglichkeit, das anders zu gestalten. Das ist jetzt zum Beispiel eine MDF-Platte. Die gibt es im Baumarkt in verschiedenen Stärken. Man kann sich zurechtsägen lassen, wie man das braucht. Das macht der Baumarktmensch problemlos, kennt ihr bestimmt. Kommt auch nicht unbedingt auf die Idee, das selbst machen zu wollen. Man kriegt zu Hause die Kanten nie wirklich so gerade und spitz hin, wie das der Baumarkt kann. Besonders nicht in der Geschwindigkeit. Außer ihr habt eine Garage mit besonderem Equipment zu Hause, wo man das sägen lassen kann oder sägen kann, dann macht das selber von mir aus. Ansonsten ist das eine relativ preisgünstige Alternative. Das ist sehr fest, allerdings natürlich braun. Abgesehen von der Farbe könntet ihr so oder so nicht direkt da drauf malen. Dazu gibt es wieder die Gesso-Variante. Das habe ich euch in einem anderen Video schon vorgestellt, was ein Gesso ist, was es kann und warum man das nimmt. Ist eine Grundierung, die macht man dann in ein paar Schichten auf das MDF-Board drauf. Lässt das wirklich gut trocknen. Wenn ihr das komplett glatt haben wollt, ist halt wie eine relativ dicke Farbe. Man sieht also Pinselstriche durch, außer ihr verdünnt so sehr, aber zu sehr nass sollte man auf dem MDF-Board nicht machen, weil es dann das Wasser aufsaugt und seine Textur und Struktur verändert. Man sieht Pinselstriche, wenn ihr das nicht wollt, einfach mit Sandpapier drüber gehen, bis es so glatt ist, wie ihr es haben möchtet und dann kann das losgehen. So, kommen wir zu den Materialien weiter. Das ist meine kleine Wasserfarbenbox. Zunächst drin habe ich meine Pigmentliner. Das sind wasserfeste wie eine Art Fineliner, die sind sehr cool. Die gehen bis zu 0,05 mm Stärke, also extrem fein, wie ihr seht. Damit kann man zum Beispiel seine Outlines machen, also seine Umrisse zeichnen. Gerade bei Wasserfarbe wirkt es ja schön, wenn man sein Porträt hat und macht die Umrisse, was man sonst in Feinart nicht machen würde, dass man jetzt die Augenlider oder die Nase oder den Mund umrandet, könnte man in dem Medium machen und dann entsprechend mehr oder weniger ausmalen. Sieht ganz gut aus, sind perfekt. Wenn ihr das macht,
achtet einfach darauf, dass die Stifte wasserfest sind. Also normale Fineliner sind meines Wissens nach nicht wasserfest. Also wenn ihr die für die Umrisse nehmt und geht mit Wasserfarbe drüber, kann das unschöne Überraschungen bringen. Also die waren recht billig, bei Amazon bestellt, sehr gut. Finde ich toll. Ansonsten gibt es bei Wasserfarben selbst wieder ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man arbeiten kann. Ich selbst habe da wirklich nur ein Basic Set, das ist von Winsor & Newton, auch über Amazon bestellt, kam glaube ich 12 Euro in die Richtung. Es sind die Basisfarben drin, die man so braucht. Am Anfang, wenn man es testen möchte, ob das ein Medium für einen ist, ist das vollkommen ausreichend. Gibt es natürlich auch in allen anderen Größen. Auf keinen Fall nehmt euch so ein Aquarell-Schulmalkasten, wie ihr das noch kennt, mit den großen, runden Näpfen. Diese Farben sind in keinster Weise vergleichbar mit Künstler-Aquarellfarben. Also auch wenn die vielleicht nur 5 Euro kosten, ist es auf jeden Fall nicht wert, weil das ein komplett anderes Arbeiten ist. Holt euch was Ordentliches. Wenn ihr sagt, ich male sowieso immer nur in Blau und Weiß und Gelb, ich brauche nicht so viele Farben, die Näpfe kann man auch einzeln kaufen und bestellen. Unser lokaler Kunstladen, die hat die auch komplett einzeln. Wenn man das sagt, reicht mir, kann man das tun. Habe ich zum Beispiel auch gemacht. Das sind 3 Farben, die habe ich mir einzeln geholt. Wenn ihr Richtung Porträtmalerei gehen wollt, gibt es eine Farbe, die sehr hautfarbenähnlich ist. Das ist diese hier. Die heißt Naples Yellow Reddish oder auf Deutsch wahrscheinlich Nepalgelb-Rötlich. Keine Ahnung, ob auch Deutsch draufsteht. Die ist sehr schön. Das hat einen ähnlichen Farbton wie die Hautfarbe. Man kann natürlich noch Rot und Braun mit reinmischen, damit das Ganze noch intensiver wird von der Farbe. Den Lila habe ich noch und eine Art Schwarz. Ich persönlich tendiere bei Wasserfarben immer dazu, zu viel von den Farben zu nehmen, also zu farbintensiv zu arbeiten. Das finde ich nicht ganz so schön für meinen Geschmack. Aber ich habe es bisher noch nicht auf die Reihe bekommen, das so zu machen, wie ich es gern möchte. Einer der in meinen Augen wirklich besten deutschen Wasserfarbenkünstler, dem ich auf YouTube folge, gibt sicher noch viele andere, die kenne ich aber dann entsprechend noch nicht, ist Laowan. Kann ich euch gerne mit einblenden. Er hat einen wirklich, wirklich coolen Channel. Die ersten Videos hat er auch auf Deutsch gemacht, ist dann entsprechend später auf Englisch auch umgestiegen. Aber auch hier, wie gesagt, ihr könnt euch die Untertitel einblenden lassen und übersetzen lassen, dann bekommt ihr auch alles mit, was er sagt. Er macht super Porträts, meistens sind es Frauengesichter mit entsprechend Blumen und Equipment ringsrum oder auch Manga. Ist einer meiner liebsten Kanäle, die ich gern zuschaue. Andere deutsche Künstlerin, die viel mit Wasserfarben macht, ist Lioba Brückner. Auch die kann ich gerne mal hier mit einblenden. Sie verbindet meistens verschiedene Medien, also zum Beispiel jetzt die Aquarellfarben mit Color Pencil oder malt noch mit Gouache drüber. Auch sehr schön, cooler Stil. Schaut auch mal bei ihr vorbei. Equipment weiterhin. Natürlich braucht man Pinsel. Für Wasserfarben nehme ich immer die runden Pinsel. Ich habe es wirklich auch noch nie versucht, mit einem viereckigen flachen Pinsel zu malen, einfach weil die, sobald die Pinsel nass sind, eine schöne Spitze haben, womit man die Farbe auch gut verteilen kann. Kann scharfe Kanten damit machen, funktioniert in meinen Augen am besten. Es gibt verschiedene Maltechniken, auf die man eingehen kann. Macht ihr das Papier vorher nass und geht dann mit der Farbe drüber, gibt es die Möglichkeit, softe Übergänge zu bekommen, also schön zu verblenden. Ist das Papier vorher trocken und ihr geht mit der Farbe drüber, dann bekommt ihr so oder so relativ harte Kanten, was auch schön aussehen kann. In gewisser Weise, wenn die Farbe noch nicht allzu lange auf dem Papier ist, kann man die auch wieder ein bisschen anlösen, wenn man mit Wasser drüber geht und kann die Übergänge ein bisschen ausblenden. Wenn die Farbe aber einmal komplett wirklich getrocknet ist, eine Nacht lang oder so, dann wird es schwierig, irgendwelche harten Kanten wieder zu lösen. Das funktioniert nicht so gut. Wenn man das Papier zu nass macht und mit dem Pinsel x-mal drüber geht, fusselt das Papier auch so aus und macht dann andere Probleme. Also Wasserfarben ist ein Medium, wie gesagt, kenne ich noch nicht. Alle Tricks, die es geben kann, fehlt mir auch die Routine, aber könnte ich ja bei Laowan was abschauen oder bei Lioba. Variante 2. Wasserfarben gibt es auch in Tubenform. Das funktioniert im Prinzip ganz genauso wie die Näpfchen. Macht man sich einen kleinen Klecks hin, verdünnt das Ganze weiterhin mit Wasser und benutzt das genauso. Wenn die Tubenfarben irgendwo getrocknet sind, wenn ihr die rausgemacht habt, könnt ihr die trotzdem wieder mit Wasser anlösen und weiterarbeiten. Die wären also nie schlecht im Vergleich zu Ölfarben oder Acrylfarben. Wenn die einmal getrocknet sind, sind sie getrocknet. Nächste Variante, was man nehmen kann, sind Wasserfarbenstifte. Gibt es auch. Damit arbeitet man in gewisser Weise ein Stück weit wie mit Buntstiften. Malt, schraffiert alles so vor, dass die Farben da sind, wo sie hin müssen. Und dann macht man mit Wasser drüber und dann löst die Pigmente auf und man kann dann so weiterarbeiten. Habe ich auch einige da.
war nie mein Lieblingsmedium, wenn man es nicht so richtig gut steuern kann, gerade was die Intensität der Farben angeht, kann man auf jeden Fall, wenn man es probieren möchte, mit Pinseln und Wasser vermalen. Oder man nimmt diese Dinger hier. Das ist im Prinzip wie ein Plastikpinsel, der ist hinten hohl, ist quasi wie ein Wassertank. Da tut man Wasser rein, schraubt den zusammen und dann kommt hier vorne, wenn man drückt, entsprechend Wasser raus und kann so die Farben mit Wasser verblenden und verdünnen. Funktioniert ganz gut, auch wenn man harte Übergänge zum Beispiel auflösen möchte mit den normalen Näpfchenfarben, wie ich vorher erklärt habe, geht das ganz gut. Man hat gut Kontrolle drüber und muss nicht andauernd neues Wasser holen. Vorteil von Wasserfarben, ihr könnt am Ende auch da mit Gelstiften drüber gehen, da die Wasserfarben wasserbasiert sind und sowieso komplett eintrocknen in das Papier, hält der Gelstift drauf. Es wird niemand wissen auf der Welt, wie sich Gelstifte in 20 Jahren verhalten, ob die immer noch so aussehen oder ob die abbröckeln, zusammentrocknen, weiß ich nicht. Deswegen immer mit Vorsicht zu genießen. Aber gerade wenn man das ja nicht für Unmengen Geld verkaufen möchte oder sowieso nur Prints und digitale Sachen davon dann am Ende umschicken, verkaufen will, ist es eine schöne Möglichkeit, Highlights und Kontraste zu machen. Weiteres Produkt, was für Wasserfarben extrem hilfreich ist, ist dieses hier. Das ist Masking Fluid oder Künstlermaskiergummi auf Deutsch. Das ist von Vince & Newton. Es gibt verschiedene Firmen, die das anbieten. Das ist so gelblich, weiß nicht wie Farben, gibt es auch noch in Grau und Schwarz und die Farbe ist auch komplett egal. Es geht nur darum, was es kann. Und wenn ihr euch für dieses entscheidet, wie gesagt, ich habe bisher nur das gehabt, finde es aber komplett fein, setzt sich nach einer Weile unten immer so einen Rückstand ab, dann muss man vorher einfach nochmal schütteln, dass sich das Ganze auflöst und verbindet. Schüttelt nicht zu doll, das Zeug tendiert dazu, ein bisschen zu schäumen. Wenn man dann zu viel Schaum hat, macht das wieder schwieriger dann mit dem Malen. So, war gerade an der Tür und habe wahrscheinlich einen Faden verloren. Kann man nehmen für Wasserfarben, ist überaus praktisch. Kann man auch genauso gut nehmen für Acrylfarben oder für Ölfarben. Dazu sehe ich aber euch gleich, wenn ich euch gezeigt habe, wie das funktioniert. Ihr schraubt das dann im Prinzip auf. Ich nehme jetzt in diesem Fall einfach ein kurzes Wattestäbchen, weil ich euch damit nur was demonstrieren möchte. Hat sein Papier und trägt das dann entsprechend so auf, über die Stellen, die man abdecken möchte. So, wir können es ja mal kurz faken. Angenommen, wir haben jetzt hier unser Objekt und dieser Kreis darf auf keinen Fall mit Farbe bedeckt werden. Das heißt, wir nehmen unser Masking Fluid, malen den Kreis entsprechend aus, also bedecken die Stellen, die gesichert werden müssen. Und das muss jetzt auch nicht ordentlich hübsch sein. Einfach nur, dass jede Stelle eine Schicht drüber hat. In der Theorie reicht da auch wirklich eine ganz, ganz, ganz dünne Schicht. Ich selbst mache meistens zwei Schichten drauf, damit das Ganze ein bisschen dicker ist. Dann kann man es am Ende schöner ablösen. Also geht dann einfacher wieder abzulösen. Wichtig hierbei, das Zeug trocknet recht schnell. Nehmt dafür einen alten Pinsel oder einen nur dafür geeigneten Pinsel, weil das Zeug trocknet innerhalb von, keine Ahnung, einer halben Minute, Minute an und versaut euch den Pinsel. Das heißt, es bleibt dann drin kleben, das ist dann wie Gummi, das bekommt man wirklich nur schlecht raus und macht halt den Pinsel irgendwann, na, die Borsten verbiegen sich halt in alle Richtungen dann. Deswegen nehme ich halt, wie in diesem Fall, einfach so ein Ohrstäbchen, wenn es kleinere Flächen sind, oder einen alten Pinsel, mit dem man jetzt so nicht mehr malt, den ich jetzt nur dafür benutze. So, während das trocknet, wie gesagt, ihr könnt das auch für Acryl- oder Ölfarben nehmen, wenn es da Bereiche gibt, die ihr beschützen wollt. Da würde ich euch nur den Tipp geben, dass ihr das Masking Fluid vielleicht in zwei oder drei Schichten auftragt, damit das Ganze wirklich eine dickere Schicht ergibt. Und gerade bei Acrylfarben, wenn ihr dann über die Stelle gemalt habt und vielleicht den Hintergrund gemalt habt und wollt das Ganze wieder abziehen, wartet nicht unbedingt, bis die Acrylfarbe komplett trocken ist. Je nachdem, wie dick ihr mit der Acryl- oder Ölfarbe malt, wenn die Acrylfarbe dick aufgebracht ist und trocknet, ist es ja wie so eine ledrige Schicht. Wenn ihr dann das Masking Fluid ablösen wollt, reißt das wahrscheinlich eher ein und bleibt unter der Acrylfarbe hängen. Dann müsstet ihr ein Cuttermesser nehmen und an der Farbe leicht langfahren, damit ihr das ablösen könnt. Ist nicht so ideal. Solange wie die Farbe dann noch leicht feucht ist und über das Masking Fluid drüber ging und ihr löst das Masking Fluid ab, nimmt die Farbe, die oben drüber gelaufen ist, auch entsprechend mit. Bei Ölfarben sowieso ein bisschen dicker arbeiten bei dem Masking Fluid.
gerade wenn ihr auch mit Ölfarben nicht ganz dünn arbeitet, weil das Öl irgendwas mit dem Masking Fluid macht, dass es so ein bisschen wie anlöst. Wenn die Schicht dann zu dünn ist, reißt euch euer Masking Fluid einfach ein und gibt dann so eine Igitt-mäßige Masse auf eure Leinwand, die wollt ihr auch nicht haben. Ich habe das bei einer größeren Projekte gehabt. Da habe ich das Masking Fluid zu dünn drauf gemacht gehabt, habe nicht dran gedacht und hatte dann wirklich eine gute Weile zu tun, um das alles wieder abzubekommen und die Farbe entsprechend dann so zu haben, wie ich es wollte. So, von daher macht es lieber ein bisschen dicker drauf als zu dünn. Das Zeug ist überaus ergiebig, hält lange, kommt jetzt auf die eine oder andere Schicht nicht drauf an, die ihr damit vielleicht mehr machen müsst. So, dann wären wir doch gleich mal künstlerisch aktiv. Dann zeige ich euch mal, wie die einzelnen Produkte funktionieren. Also hier wäre jetzt, vielleicht nicht gerade schwarz, hier wäre jetzt die Stiftvariante. Damit malt man einfach seinen, ja, was immer man damit malen möchte, malt man entsprechend, wie man das mit Bleistift oder mit Color Pencil tun würde, vor. Man kann das auch schon anfangen, mehr Pigmente, weniger Pigmente in bestimmte Bereiche zu machen. Du kannst damit aber jetzt nicht wirklich in dem Sinne zeichnen, wie man das mit den Prismacolors machen könnte oder mit Bleistift machen könnte. Das hat einfach nicht die Textur dafür. Ne, ansonsten hier wäre dann die normale Aquarellfarbe. Macht man normalerweise auf einer Palette, nicht jetzt direkt auf dem Bild, ganz klar. Aber da ich jetzt nicht so viel Equipment herschleppen wollte, hat man die Farbe, verdünnt die mit Wasser. Und dann je nachdem, wie viel Wasser man da reinbringt, desto dünner wird dann der Farbeffekt. Ne? Also man nimmt es nicht direkt aus der Tube, man kann das wie direkt aus der Tube nehmen. Natürlich, dann hat man den intensivsten Farbauftrag, man kommt aber nicht auf diesen typischen Wasserfarbeneffekt hin. Ne? Man will ja dieses Ganze so ein bisschen verlaufen, verwaschen etc. haben, dass es diesen Wasserfarben-Look hat. Und jetzt könnt ihr schon sehen, das Masking Fluid beschützt den inneren Kreis. Wenn ich jetzt also mit irgendwas Nassem drauf gehe, läuft das so zusammen. Auch wenn ich drüber gehe, perlt das wieder zurück. Bei dem Stift ist es so, wenn man das Pigment drauf hat und geht mit Wasser drüber, dann verteilt sich das ganze Pigment und man kann das entsprechend verblenden wie mit Wasserfarben. Also es sind ja Wasserfarben, aber wie Wasserfarben in Näpfchen. Ich fand bei den Stiften aber die Intensität nie genug, um sagen zu können, das ist der Look, den ich haben möchte. Ansonsten bei den Näpfchen nimmt man einfach ein bisschen Wasser in den Pinsel, geht in den Farben lang und kann dann genauso damit malen. Die Näpfchen-Variante habe ich am liebsten. Man kann, je nachdem wie viel Pigment man rausnimmt, die Farbintensität ändern. Man kann auch das Ganze trocknen lassen und in mehreren Schichten arbeiten, um die Intensität zu erhöhen. Das gibt einem ebenso die Sicherheit, dass das Papier sich nicht wählt, wenn man in verschiedenen Schichten arbeitet und die entsprechend zwischendurch trocknen lässt. Auch wichtig bei Wasserfarben, gerade wenn man verschiedene Bereiche mit verschiedenen Farben macht, immer die Farben einzeln trocknen lassen, bevor man eine andere Farbe daneben macht. Sonst bekommt man dieses typische Einbluten, also macht man jetzt eine andere Farbe daneben. Kann ich euch ja mal kurz zeigen, dieses Naples Reddish zum Beispiel, was die Hautfarbe ist. Wenn ich die jetzt direkt hier daneben male mit Wasser, dann verläuft das hier unten bei dem Grün zum Beispiel, dann läuft in das Lila rein und dann wird das Ganze so ein bisschen matschig und verwischt und sieht nicht mehr schön aus. Deswegen Farben, die nebeneinander liegen, immer vorher trocknen lassen, bevor die neue Farbe aufgebracht wird. Ist jetzt natürlich auch kein perfektes Papier, das war jetzt ganz normales Notizblockpapier, ähnlich wie Druckerpapier. Ihr seht, auch wenn hier ganz wenig Wasser drauf ist, das ist schon ziemlich wellig, das Ganze. Und am Ende, was das Masking Fluid ist, wenn man damit fertig ist mit seinem Hintergrundmalen, was man tun wollte, kann man das ganz einfach abmachen. Da geht man mit seinem Finger kurz drüber, dann wählt sich das zusammen und man zieht es einfach ab. So, normalerweise geht das Papier dabei aber nicht kaputt. Das liegt jetzt daran, dass das kein dafür geeignetes Papier ist. Normalerweise pult sich dieses Zeug komplett ab, ohne das Papier zu beschädigen. Es beschützt alles. Hier habe ich jetzt natürlich mit meinem Finger Farbe reingemacht. Super. Also im Idealfall wäre das jetzt kein Fehlversuch gewesen. Funktioniert das super und beschützt euer Kunstwerk und alles gut. So viel zu Wasserfarben. Gehen wir dann gleich zum Thema Pastell über. Für Pastellstifte nimmt man, wie schon in einigen anderen Videos erklärt, am besten ein pastellgeeignetes Papier.
Ich blende euch hier nochmal ein paar ein, wie die heißen. Ich habe bis jetzt das Pastelmattpapier von Claire Fontaine genommen. Das gibt es in Blockform mit A4, A3, gibt es auch in einzelnen Blättern, die sind 50x70 oder verschiedene Größen, die man so haben möchte. Ich habe noch die große Plattform zum Beispiel, die ich mir zurechtschneiden kann, wie ich dann mein Format haben möchte von der Zeichnung, die ich am Ende brauche. Reste davon hebe ich mir immer auf, wie zum Beispiel dieses hier. Da kann ich dann kleine Studien drauf machen, wie Auge, Nase, Mund, ein Apfel, einfach um Gefühl für verschiedene Medien zu bekommen. So sieht das Pastelmattpapier aus. Ist hinten glatt, ist relativ stabil und dick, ist wasserundurchlässig und hat obendrauf eine sehr feine Textur, so ein bisschen wie Samt oder ganz, ganz, ganz feines Sandpapier. Und das ist wichtig. Andere Firmen haben das Papier in verschiedenen Körnungen, wie zum Beispiel UART hat da 400 oder 600 oder 800 Körnungen, das ist halt die Grobheit, ist das ein Wort? Ist dann die Struktur von dem Papier, je nachdem, worauf man gerne arbeiten möchte. Ich habe es jetzt schon erst getestet. Es gibt verschiedene andere, wo ich auch Videos zugesehen habe, wo Künstler damit arbeiten, die bei dem einen mehr oder weniger zufrieden sind, wobei der andere Künstler das wieder genau andersrum sagt. Ist also wie immer eine Geschmackssache. Wichtig aber, um euch das Leben nicht allzu schwer zu machen, nehmt ein entsprechendes Pastellpapier, wenn ihr mit Pastell arbeiten möchtet, weil auf normalem Papier wirkt das einfach alles komplett anders. Es geht nicht so gut und es sieht immer blasser aus und ihr kriegt nur Kopfschmerzen davon. Ich blende euch jetzt hier mal zwei verschiedene Sachen ein. Das erste Bild ist zum Beispiel meine Star Wars Online Charakterfigur von der guten Seite. Die habe ich mal auf normalem Papier mit Textur, weil ich dachte, Textur ist da wichtig bei Pastell, gezeichnet und fand es überaus anstrengend, weil ich nicht das damit erzielen konnte, was ich wollte. Am Ende, das Bild ist an sich ganz cool geworden, sieht nett aus. In meinem Kopf sah es aber anders aus. Das nächste Bild zeige ich euch mal, was ich gemacht habe. Das war mein erster Versuch, nach langer Zeit wieder ein Porträt zu machen mit Pastell auf dem Pastelmattpapier, was ein komplett anderes Arbeiten war. So, man sieht auch leicht den Unterschied, gehe ich mal davon aus. So, wie es funktioniert, es gibt verschiedene Arten von Pastell. Eine schöne Version von Pastell ist diese hier, das sind Pen Pastels. Das ist das Pastellpigment, gepresst in Napfform, sagen wir das mal so. Ne? Gibt es verschiedene Farben, das sind jetzt verschiedene Sets gewesen mit Farben, die zu dem Set entsprechend passend waren. Kann man auch einzeln kaufen, die sind relativ teuer. Gibt es auch als richtig große Set mit, ich glaube 76 Farben ist das komplette Set, bin aber nicht ganz sicher. Ist relativ teuer, hält aber entsprechend auch lange. Wenn man jetzt zum Beispiel den Napf hat. Man braucht dafür kleine Schwämmchen, um das zu verblenden. Den habt ihr vielleicht schon mal gesehen bei meinem Color Pencil Video, wo es um den Powder Blender ging, womit ich den verteilt habe. Da geht man einfach in den Pastelltopf rein, streicht da leicht drüber und hat dann auch sehr schnell Pigment obendrauf und kann dann das entsprechend auf dem Papier verteilen und verblenden und verwischen. Und das geht entsprechend auch sehr einfach, sehr gut. Man kann das gut übereinander legen. Und das Schöne bei Pastell, was bei anderen Stiften nicht ganz so einfach geht, man kann die Farben auch einfach übereinander legen, dass sie deckend sind. Ich gucke mal, ob ich jetzt was Helles finde. Ja, zum Beispiel dieses helle Türkis kann man dann einfach nehmen, legt es drüber und es ist deckend drüber oder halbwegs deckend drüber. Kann man natürlich auch verblenden, wenn man dann softe Übergänge haben möchte, kann man die Farben so direkt auf dem Papier mischen. Ja, kann man machen, kann man als Übergang machen. Man kommt also mit, man kommt also mit wenig Pigment wirklich weit. Was es sonst noch gibt, sind Pastellstifte in dieser Blockform zum Beispiel, wenn man jetzt größere Projekte hat und ein bisschen mehr frei agieren möchte, nicht so direkt auf die feine Linie achten muss, sind die ganz praktisch. Das sind auch die Pigmente, gepresst in Blockform, kann man so ein Stück weit wie Stift nehmen. Macht relativ viel Staub und Dreck, aber ja, ne? Soll ja Spaß machen. Wäre diese, gibt es auch in allen möglichen verschiedenen Farbtönen. Und dann habe ich noch meine Extended Federtasche, die ihr auch schon aus dem Color Pencil Video kennt. Und falsch rum aufgemacht. Hier habe ich zwei Ebenen meiner Pastellstifte drin. Die sehen so aus. Und habe die gut und sicher aufgehoben.
Pastellstifte gibt es wieder verschiedene Marken, gibt verschiedene Härtegrade, die entsprechend auch die Firmen haben. Bisher meine liebsten, die ich hatte, sind diese hier. Die sind von Faber-Castell und heißen Pitt Pestel. Die sind schön. Die sind relativ preisgünstig, sage ich mal. Die sind sehr stabil. Also vom Pigment her sind die Minen sehr stabil und bröckeln nicht so sehr. Ich habe mir dann letztes Jahr noch zu Weihnachten mal gewünscht. Diese hier, die sind von Koh-i-Noor Hartmut. Die heißen Gioconda Soft Pestel. Können das sehen? Wahrscheinlich nicht. Sehen so aus. Das war auch ein Set gewesen. Das war überraschend günstig gewesen. Mit 76 Farben, glaube ich auch. Alle möglichen Farbtöne. Die gehen an sich auch sehr gut. Allerdings sind die relativ weich. Das heißt, man bekommt sehr schnell viel Pigment auf das Papier. Und hat man einmal zu viel Pigment auf dem Papier, kann man nicht wirklich gut übereinander arbeiten, weil es dann die Pigmentschichten so ein bisschen wie wegschiebt. Also hat man zu viel davon auf dem Papier, ist es wieder hinderlich. Die haben sehr, sehr schöne Farben, aber schwierig alleine zu benutzen. Ich nehme immer die Pitt Pestels noch mit dazu. Gibt noch Pastellstifte von Caro Fello, die sollen ganz gut sein. Die habe ich aber selbst noch nicht verwendet. Und Karan Dash hat auch noch Pastellstifte, die habe ich auch noch nicht verwendet. Wenn ihr in das Medium gehen wollt, ich kenne jetzt keinen deutschen Kanal, der mit Pastellstiften arbeitet. Es gibt einen englischen, das ist Jason Morgan, das ist an sich ein Wildlife-Künstler, also Natur-Wildtiere-Künstler, der hat das getestet. Der arbeitet mittlerweile wahrscheinlich genauso in Pastell, wie er das sonst immer in Öl getan hat. Das sind super schöne Werke, die er macht, aber halt auf Englisch, also mit Untertitel. Er testet verschiedene Marken, das geht wahrscheinlich mit Untertiteln auch ganz gut zu lesen. Er vergleicht die, er testet die von Preisklasse her, von Deckkraft her, allem drum und dran. Wer sich also für Pastell speziell interessiert, guckt mal zu ihm rüber. So, das Schöne daran ist, ihr könnt natürlich die Pastellmarken auch miteinander verbinden. Also wenn ihr sagt, okay, ihr wollt jetzt den Hautton mit den Pen Pestels machen, also so einen Grundhautton, sage ich mal, und geht dann mit einem anderen Stift drüber, geht das auch problemlos. Die sind auch schön deckend. Ne? Sieht man, man kann das Ganze auch mit dem Finger verwischen, wenn man jetzt diese Soft Tools nicht hat. Allerdings wäre dann mein Tipp, vorher die Finger gründlich waschen, abtrocknen, dann ein bisschen von dem Pigment, von dem Stift, den man braucht, auf dem extra Blatt Papier machen, seinen Finger drin rumwälzen, dass das quasi wie Babypuder überall drauf ist, dass der Finger wirklich trocken ist und kein Fett mehr irgendwo verschmieren kann oder kein Wassertropfen mehr ist, dann würde ich sagen, kann man mit dem Finger am allerbesten verblenden, auch besser als damit. Passt nur einfach auf, dass ihr jetzt keinen irgendeinen Rückstand in den Finger habt und dann das Papier drauf fasst. Ne, das wäre nicht gut. Wenn Pastell nass wird, kann ich euch kurz zeigen, das ist mein Wasser hier vom Wasserfarbenmalen, wird es auf jeden Fall sofort viel dunkler und reagiert anders. Wenn es wieder trocknet, habt ihr wahrscheinlich Glück und es sieht trotzdem wieder aus wie vorher. Aber es gibt auch verschiedene Pastellpapiere. Ich glaube, das von Sennelier zum Beispiel. Das darf nicht nass werden. Dann löst ihr nämlich die Schicht vom Papier und habt dann einfach einen weißen Fleck, den ihr nie wieder wegbekommt. Bei Pastelmat nicht das Problem, aber generell verträgt sich Pastell, egal in welcher Form, nicht mit irgendwas Nassem. Das ist auch einer der Nachteile, gerade wenn man Pastellarbeiten gemacht hat. Es gibt keinen wirklichen Weg, das Ganze richtig zu fixieren. Ich meine, Acrylfarben trocknen, da kann man dann drauf fassen, passiert nichts. Ölfarben genauso. Bei Kohle oder Bleistift gibt es Fixative, die man drüber sprühen kann, damit das Ganze gesichert ist und auch nicht mehr verschmiert. Bei Pastell ist das immer so ein bisschen ein Problem. Es gibt zwar Pastellfixative, aber die kann man auch nicht mit Gewalt drauf sprühen, sage ich jetzt mal so, weil sobald irgendwas Nasses auf die Pastellstifte draufkommen, wird das Ganze dunkler. Einige verschwinden sogar komplett von der Farbe. Also es gibt zum Beispiel das Weiß von den Stiften kommt oft vor, dass sobald da irgendwas Nasses drüber kommt, dass das fast komplett verschwindet. Ne? Ist dann quasi, als wenn es nie da gewesen wäre. Bei dem Porträt, was ich vorhin gezeigt hatte, habe ich auch in verschiedenen Schichten gearbeitet. Ich musste auch zwischendrin so ein Stück weit fixieren, damit ich mehr Schichten drüber malen konnte, damit das am Ende so wird, wie ich es wollte. Man musste halt sehr aufpassen. Man braucht ein Fixierspray, was man aus einer
respektablen Entfernung, sage ich mal so, draufsprüht, damit es keine dickeren Tropfen zufällig mit durchrutschen und damit nicht ein Sprühstrahl auf das Bild kommt, der zu konzentriert ist. Weil dann sieht man das, die Farben werden da dunkler und gerade bei Fixativ trocknet es nicht wieder so auf, wie es vorher gewesen ist vom Farbton her. Das heißt, leicht drüber sprühen, von mir aus auch 3-4 Mal ganz leicht drüber sprühen, damit alles so ein bisschen in Form gehalten wird und dann kann man die nächste Schicht drüber machen. Aber ganz am Ende, wenn man fertig ist, gibt es halt nichts, was man wirklich drauf machen kann, damit es komplett schmierfrei ist. Entweder man setzt es gleich hinter Glas, also rahmt das ganze Ding in einen Bilderrahmen ein oder lagert es irgendwo und tut eine Schutzschicht dazwischen. Das kann jetzt zum Beispiel Backpapier sein. Besser wäre Glasin oder so ein Transparentpapier, wirklich aus dem Künstlerbedarf, weil das wieder dann säurefrei ist. Bei Backpapier wäre ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das säurefrei ist. Und man will ja nicht, dass irgendwas im Laufe der Zeit mit der Säure und den Pigmenten passiert und dann irgendwie die Farben sich ändern. Ja, also dieses säurefreies Papier ist immer wieder ein wichtiges Thema. Ihr könnt euch natürlich auch ganz normal einzelne Glasplatten zulegen. Glasplatten sind säurefrei, die sind relativ schwer und sicher. Dann könnt ihr die zwischen eure ganzen Bilder legen und die somit beschützen, bis sie wirklich dann eingerahmt an die Wand kommen. Was man auch machen kann mit Pastell, was auch viele Künstler machen, was sehr schön funktioniert. Da kenne ich aber leider auch jetzt nur eine, die das Ganze in Englisch macht. Ich glaube, sie ist Schweden oder Dänen, ich weiß nicht, heißt Bokeh, kann ich euch auch mal mit verlinken. Sie nimmt oft Pen Pastel als Grundlage und dann malt sie mit Color Pencils drüber. Funktioniert ähnlich. Angenommen, das wird jetzt unsere Hautschicht als Grundbasiston. Ne? Stellen wir uns mal vor, das ist ein Gesicht. Und dann nimmt man seine Prismacolor Pencil oder Polychromo Pencil, das ist jetzt ein Polychromo in dem Sinne, und kann da auch drüber malen. Das heißt, man spart sich schon mal eine ganze Weile Zeit mit einer Grundton für die Haut. Ne, und kann das dann genauso, wie man das in den Color Pencil Video gesehen hat, verblenden und überarbeiten und. Und kann so seine Hauttöne aufbauen. Da ich jetzt gerade das Pastelmatt Papier habe, zeige ich euch auch nochmal fix, auch wenn es jetzt nicht dazu gehört, was aber auch funktioniert. Das ist der Powder Blender von Brush & Pencils. Wenn man den vorher auf sein Papier aufträgt und da braucht man wirklich nicht viel, da braucht man wirklich nur ein ganz kleines bisschen von, geht dann mit seinen Stiften drüber. In dem Falle, wie gesagt, Polychromo, geht mit den Prismacolor Stiften nicht ganz so einfach, geht super schnell, also man bekommt viele Pigmente gleich drauf und kann dann mit seinem Verblender die Pigmente auch wieder fast so lösen, wie das mit Pastell möglich ist und kann so wirklich schöne Übergänge schaffen, gerade bei Porträts etc., wo Übergänge wichtig sind, geht das wunderbar zu verblenden. Ja, hat man das, man musste an Schichten arbeiten, wie in dem Color Pencil Video erzählt, macht sein Fixativ drauf, macht wieder den Powder Blender drauf, macht seine Stifte drauf, verblendet wieder und so weiter, bis man die Sättigung hat, die man haben möchte. Das geht auf jeden Fall sehr, sehr gut. Einen kleinen Tipp habe ich noch, kurzen Moment. Ja, da habe ich es. Einen kurzen Tipp noch, wenn es ums Verblenden geht, wenn man nicht seinen Finger nehmen möchte und keine Soft-Tools hat, man kann auch Blending-Stumps nehmen, obwohl die mehr Pigments wieder wegnehmen vom Papier oder hin und her schieben, als man das eigentlich möchte. Also mit dem Finger bekommt man es in meinen Augen immer noch am besten, am allerbesten hin, weil das Pigment so ein Stück weit ins Papier reindrückt und festhält. Alles andere lockert die Pigmente so ein Stückchen weit wieder auf. Will man das nicht, wenn man saubere Finger haben möchte oder, gibt es noch diese Sachen hier. Das sind wie kleine Pinsel, die haben vorne eine Silikonspitze dran. Die sind schon so vorgeformt, wie sie jetzt hier zu sehen sind. Ne, damit kann man die Pigmente auch verblenden, kann damit auch gerade Linien machen. Zeige ich euch mal kurz hier. Funktioniert auch. Die nehmen auch kein Pigment vom Papier weg, die schieben das nur hin und her. Geht also in meinen Augen dann am besten. Auch ein Pinsel ist nicht wirklich praktisch zu nutzen, weil der auch wieder die Pigmente aufwühlt und eher wieder auf das Papier draufsetzt, als es ins Papier reinzubringen. Also die sind dann für mich persönlich mein Favorit, mein Tipp, was da am besten geht.
Hier oben nochmal kurz zum Zeigen, das Wasser ist wieder getrocknet von vorhin und hier könnt ihr jetzt auch sehen, wo der Wassertropfen gewesen ist, ist das Pigment auf jeden Fall in einem anderen Farbton. Es passt nicht mehr zusammen. Wenn ihr also wirklich jetzt ein Porträt habt und habt irgendwo einen Tropfen Wasser drauf gemacht, wird an der Stelle das Ganze anders aussehen und das kann man dann so ohne weiteres nicht wieder fixen. Ihr könnt zwar nochmal drüber gehen mit Pastellfarben, um das versuchen so ein bisschen zu retuschieren, aber es wird schwierig, dass man es wirklich gar nicht mehr sieht. So, ich glaube, das war soweit alles für meinen kleinen Exkurs in Michas wunderbare Welt der Kunst. Wenn irgendwelche Fragen offen sein sollten, wenn euch das Video zu schnell ging oder irgendwas nicht ganz klar war, wie ich das gemeint habe oder was auch immer, schreibt es mir in die Kommentare, schreibt mir auf Instagram, schreibt mir auf Facebook. Meine ganzen Kanäle sind unten in den Comments mit eingefügt. Teilt das Video gern mit euren Freunden, Bekannten, Kunstinteressenten, wer immer es wissen möchte und vielleicht auch nicht wissen möchte, dass sie auf meinen Kanal schauen, mich am besten abonnieren. Gern auch das kleine Bell-Icon klicken, damit ihr Benachrichtigungen bekommt, wenn neue Videos hochkommen. Zukünftige Videos werden größtenteils oder eigentlich so gut wie sicher wieder in Englisch sein. Wie gesagt, ihr könnt sie übersetzen lassen. Falls jetzt der Bedarf an vielen, vielen, vielen Fragen kommt von Leuten, die jetzt wirklich nur Deutsch können, dann kann es auch gut passieren, ich mache zwischendurch nochmal ein deutsches Video, aber die meisten sind, wie gesagt, dann auf Englisch, damit die Reichweite größer ist. Wenn euch das Video wieder gefallen hat, gebt mir einen Thumbs up. Wie gesagt, subscribed, abonniert mich und sagt es allen anderen und wir sehen uns dann ganz bald wieder. Lasst mir auch gerne einen Kommentar da und sagt mir, wie ihr meinen Einstieg in die Kunst auf Deutsch fandet, ob das hilfreich war, ob das gut war, ob ihr denkt, das war Mist. Ich hoffe nicht. Ja, soweit. Bis dahin. Macht's gut. Viel Spaß beim Malen, Zeichnen. Lasst mich wissen, wenn ihr was kreiert habt. Taggt mich bei Instagram, zeigt es mir auf Facebook, schreibt es mir hier. Würde mich freuen, was zu sehen, was ihr so macht. Und bis bald. Ciao, ciao.